Ja, ich empfehle euch heute ins Reich des Neundeuter. Neundeuter ist ein verrückter Name. Aber der Vogel, der hat die Eigenheit, dass er 8 bis 10 Insekten sammelt und die in einer Hecke auf den Dörn aufspießt. Und zwar so, dass die Insekten weiterleben. Also er steckt den Dorn nicht durch die Brust oder durch den Kopf, sondern durch den Hinterleib. Er macht das so, dass er während 1-2 Tage Frischfleisch hat. Also die Insekten leben weiter und er kann sie jederzeit für sich oder für die Jungen holen. Ich muss sagen, die Gegend hier um Zeglingen ist prädestiniert für Hecken. Und der Bauer, der Martin Zuppiger hier vom Mapprich, mit ihm habe ich ein paar Mal schon geschwätzt und er hat auch den Plausch an diesem Vogel, wie ich auch. Und er tut die Hecken pflegen seit einigen Jahren jetzt. Und er schneidet die zurück, dass die schön dicht bleiben, denn der Neundeuter sucht dichte Hecken, wo er sein Nest drin machen kann. Also Dornhecken. Wir haben Weißdorn, Schwarzdorn, Hagebutten. Und der Neundeuter, es sind hier 3 Bärchen dieses Jahr. Ich tue seit über 40 Jahren den Neundeuter in dieser Gegend beobachten. Ich bin Exkursionsleiter und mache alle Jahr mindestens eine Exkursion über einen Mapprich. Und ich tue mit einem Band, mit einem Tonband die Stimme abspielen und locke ihn so und sehe dann, ob er da ist. Und ich hoffe, dass ich nächstes Jahr den auch wieder beobachten kann. Was schade ist, in Bad Ramsach, wo ich den Vogel auch beobachtet habe, 1976, ist während dem Filmen ist der Bauer gekommen und hat die Hecke mit Herbizid abgespritzt. Also sind wir fast Tränen gekommen. Die Jungen sind allerdings noch ausgeflogen, das habe ich gefilmt. Aber seitdem ist kein Neundeuter mehr auf dem Bad Ramsach. Und ich finde es toll, dass der Martin Zuppiger auch die nächsten Jahre hier die Hecke pflegt, dass der Neundeuter wieder seinen Platz hat und jedes Jahr dann hier ankommt.